Das VfL Fan TV wird Ihnen präsentiert von der Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt. Haben die letzten Tage viel über diesen Traum gesprochen, viel Video vom Gegner geguckt und dann doch ab der ersten Sekunde eigentlich ja, alles das vermissen lassen, was man halt braucht, um so ein Spiel zu gewinnen. Flensburg überraschend mit allen Stars angereist, von Verletzungspech keine Spur mehr. Gummersbach hält in der Anfangsphase gut dagegen. Carsten Lichtlein muss ohne Backup Matthias Pula auskommen und zeigt alte Stärke. Der VfL nach der Pleite gegen den Letzten in der Liga verunsichert, aber zunächst durch Andreas Schröder erfolgreich. 3:5 Anschlusstreffer. Doch in der Folgezeit beißt sich der VfL an der starken Flensburger Abwehr die Zähne aus. Die SG kommt immer wieder zu einfachen Toren und nutzt die Verunsicherung der Gastgeber gnadenlos aus. Der Champions-League-Sieger zieht bis auf 10:3 davon, erst 22 Minuten gespielt. Emir Kurtagic gelingt es dann, sein Team ein wenig wachzurütteln. Denn auch Flensburg ist heute durchaus verwundbar. Der VfL verkürzt bis zur Pause und bleibt in Schlagdistanz. Carsten Lichtleins Traum vom erstmaligen Einzug ins Final Four gedämpft, aber noch nicht ganz ausgeträumt. Denn nach dem Seitenwechsel finden seine Vorderleute besser ins Spiel. Mit ein wenig mehr Selbstbewusstsein von Beginn an und der VfL müsste jetzt nicht verzweifelt einem hohen Rückstand hinterherlaufen. Denn jetzt zeigen die Gummersbacher, dass sie zu Hause auch große Mannschaften ärgern können. Doch Flensburg ist an diesem Abend eine Nummer zu groß. Angetrieben von den Rückkehrern Thomas Morgensen und Lars Kaufmann macht der Favorit den Deckel drauf. Immer wieder findet gerade Lars Kaufmann die Lücken in der VfL-Abwehr. 7 Minuten vor dem Ende ist Flensburg mit 10 Toren vorne. Positiv war, dass die Jungs nicht aufgegeben haben. Selbst bei kurzzeitigen 10-Tore-Vorsprung haben wir nochmal versucht zu kämpfen. Trotz des besiegelten Pokalaus gibt es auch positive Ansätze. Günnar Steen Jonsson zeigt, dass er eine echte Alternative für die Mitte ist, der mit viel Zug zum Tor für Gefahr sorgt. Nicolas Plessers pariert in seinem ersten Profi-Einsatz in 7 Minuten 2 Bälle. Und Tobias Schröter spielt groß auf. 4 eiskalte Tore. Schröter drängt in die erste Mannschaft. Lichtblicke auch für ein erfolgreiches Derby am Samstag. Ja, jetzt müssen wir es abhaken und jetzt ist das Oberbergische Derby auf jeden Fall. Da liegt jetzt der ganze Fokus drauf. Die Arena wird ja wieder ausverkauft sein und dann zusammen mit den Fans müssen wir auf jeden Fall die 2 Punkte hier behalten. Dieses Jahr hat sich der Traum nicht erfüllt, aber die Mannschaft ist jung und wird lernen. Hamburg bleibt das große Ziel.